Ein Freitagmorgen im Pfarrbüro in Wörthsee. Susanne Parche bereitet die Predigt für einen Gottesdienst vor. Das heißt erst einmal Textarbeit und das bedeutet auch mal die Bibel auf Hebräisch lesen. Die Sprache gehört ebenso wie Latein und Altgriechisch zum Theologiestudium. Man muss die Originaltexte verstehen, um eine Predigt zu schreiben. Naja, es ist das Wort Gottes, die Bibel, die sozusagen ausgelegt und erklärt werden soll in unsere heutige Zeit. Das hat schon Martin Luther gemacht, er hat es dann auf Deutsch zum ersten Mal gemacht, damit die Menschen auch verstehen, was da in der Bibel steht. Und dieses Transportieren von Worten, von Bedeutungen vom Wort Gottes, das ist letztlich der Sinn von Predigt. Und das ist der Kernpunkt und der wichtige Inhalt. In Ewigkeit. Amen. Am Abend dann der Gottesdienst. Es ist der Vorabend der Konfirmation. Deshalb spricht die Pfarrerin besonders die jungen Gottesdienstteilnehmer in der Predigt an. Liebe Konfis, wie schaut's aus mit eurem Energiebarometer? So eine Woche vor den Pfingstferien. Was heißt das? Also macht mal Handzeichen irgendwie schon fast so leer, so schon Tendenz. Also meiner ist auch ziemlich leer. Morgen und übermorgen schaffe ich, versprochen. Nach der Predigt feiert die Gemeinde das Abendmahl. Susanne Parche singt die Einsetzungsworte.